Namen Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen im wunderschönen Tokio. Tokio! Wir befinden uns 2 Stunden hier, oder? Ungefähr. Und machen uns jetzt auf den Weg. Was zu essen? Ramen. Ich persönlich habe das erste Mal mit dir Ramen gegessen und seitdem liebe ich sie. Ihr wisst selber, Japan ist wirklich verdammt eng. Und woher weißt du jetzt, auf welchem Land der war? South Africa. Wir sind hier in einem Büro von einer Firma, ja? Ja, und ich habe jetzt aufgrund dieser Magnetverschiebung irgendeine Lieferung einfach in ein falsches Land kommt. Was ich sagen wollte ist, wir machen uns auf den Weg, unsere ersten Ramen in Tokio zu essen. Das wird jetzt sehr spannend, weil wir haben schon, würde ich sagen, wenn ich jetzt so weltweit sagen müsste, ich habe noch nicht weltweit alle gegessen, aber ich würde sagen, eine 8 von 10 haben wir safe schon gegessen. Ja, Bruder, auch eine 8,5 von 10. Takumi First ist schon... Tokio, Leute, wir sind in Tokio. Da ist die erste Vending Machine, Mann. Hot Things, Cold Things. Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, ja? Du machst deine Haustüre auf zu Hause und in deiner Einfahrt, Bruder, steht ein Automat. Ja, ist voll geil. Ich denke mir oft am Sonntag so, boah, jetzt hätte ich voll Bock auf was Geiles. Würde ich da runtergehen und Geld reinwerfen, ganz einfach. Genau davon spreche ich. Viel Spaß in diesem Video. Es ist ein bisschen dunkel, ich weiß, es ist nachts, aber wir sind jetzt nur kurz spazieren gegangen hier durch diese Straße. Wir sind jetzt mit dem Zug und alles hierher gefahren, ihr habt eh alles gesehen. Es wirkt wie ein Spiel. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Spiel. Es ist alles ein bisschen tight, alles ein bisschen kleiner. Balkonies sind kleiner, Treppen, Aufgänge. Und das Krasse ist, hier oben fährt die U-Bahn. Und auf der Seite, wo die U-Bahn direkt vorbeifährt, ist unser Balkon und Fenster von seinem Schlafzimmer zum Beispiel. Ich sage aber so, wie es ist, ich werde mich darüber nicht beschweren, das ist geil. Das ist schon was, was du auch brauchst. Wusstest du, dass du für Netflix statt 7,99 € nur 3,50 € zahlen kannst? Oh, hell no. Nein, ich auch nicht. Aber mit Surfshark habt ihr nicht nur diesen Vorteil, sondern auch viele weitere. Dass VPN-Anbieter für deine Privatsphäre und Sicherheit im Internet sorgen, brauche ich nicht mehr zu erklären. Virtual Private Network bezeichnet eine Netzwerkverbindung, die von Unbeteiligten nicht einsehbar ist. Deine Bilder, Videos und Nachrichten werden dadurch geschützt. Und sind wir mal ehrlich, wer will das nicht? Jeder von uns hat seine Geheimnisse. Und ein ganz besonderer Vorteil an der ganzen Geschichte ist, ihr könnt so viele Geräte verbinden, wie ihr lustig seid. Egal ob Mac, iOS, Android oder Windows. Es funktioniert mit allen Geräten. Sogar mit Smart TVs, wenn ihr den Amazon Fire Stick benutzt. Okay, aber wie kriege ich jetzt Netflix günstiger? Wenn du nur 3,50 € für Netflix bezahlen willst, dann verbindest du dich mit Surfshark und schließt dein Abo aus Brasilien ab. Und dann zahlst du nur 3,50 €. Und mit dem Surfshark Black Friday Deal bekommt ihr 85% plus 3 Monate kostenfrei dazu. Das heißt, ihr bezahlt nur noch 1,92 €. Dieses Angebot gilt bis zum 31.12. diesen Jahres. Und mit dem ersten Link in der Videobeschreibung unterstützt ihr mich und bekommt natürlich für euch auch ein super faires Angebot. Danke an den heutigen Sponsor des Videos, Surfshark. Und viel Spaß im weiteren Video. Oh, hell yeah! Wanna if you know, wani wani Tokyo. Ah, so geht der Text, jetzt genau, weiß ich's wieder. Genau. It's the place to be, yeah? Egal ob der Laden jetzt über crazy ist oder nicht, aber das ist der erste Laden, in dem wir essen. Kennst du die Leute, die zu allen asiatischen Chinesen sagen? Das Restaurant, meine Damen und Herren, heißt Ramen Ayumiya. Und das nächste Problem, die Karte ist completely in Japanese. Ayumiya. So, ich muss auch ehrlich sagen, der Laden ist schon... Es ist schon trotzdem Power, oder? Es sieht schon genauso aus, wie man sich erwartet. Ich würde trotzdem gerne einmal dahinter reinfilmen. Die haben natürlich in Japan selber, die Leute haben sehr viel Gefühl für Diskretion von anderen Leuten. Aber ich konnte euch ganz kurz zeigen, also es sieht einfach schön aus. Es ist so, wie ich es mir in meinen Träumen so vorgestellt habe. Die sind auch die Ruhe selbst, die Menschen hier. So wie wir. Genau, so wie wir. Ruhig, gediegen, gelassen, zurückhaltend, elegant, schüchtern. Ich glaube eigentlich schon, dass sie sehr gut Englisch können. Die sind nur sehr zurückhaltend und trauen sich oft auch nicht. Schüchtern. Ich meine, wir sollen auch auf der Website schauen nach Bildern. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Mal schauen wir. Ich weiß noch nicht. Ich will auf jeden Fall was Scharfes, was mich schön aufwärmt und dann ab ins Bett. Einfach hinlegen, schlafen, versuchen so schnell wie möglich einzuschlafen, damit wir morgen früh mit Full Power für euch in die Wiese starten. Das sieht so lecker aus auf deren Seite. Okay, we make it like this. I take a spicy one. Tantan, ist egal, oder? Yeah, one chicken. One chicken and one gyoza. Es kommt der Tag, Freunde. Wir haben jetzt bestellt auf jeden Fall. Also ich weiß nicht genau, welche Art von Chicken Ramen, aber wir haben auf jeden Fall einen Chicken Ramen und wir haben einen Tantan Ramen mit Pork.
Ich meine, es ist jetzt auch nicht der Überspot, das muss man schon auch ganz klar sagen. Nothing special, wie ich so schön sage. Aber ich meine, wir konnten hier in 10 Minuten hingehen von unserem Airbnb aus und ich glaube, das erfüllt jetzt um diese Uhrzeit auf jeden Fall seinen Zweck. Ihr kennt uns ja mittlerweile ein bisschen. Und dieses Bier, wo haben wir es zum ersten Mal getrunken? Ich weiß nicht, ob ich schon mal davor irgendwann getrunken habe, okay. Aber so mit diesem Bewusstsein und dieser Flash, den es uns damals gegeben hat, in dem Glas, mit diesem leichten Bubbles. Ah, wo wir im falschen Laden waren. Es war in London. Leute, wir sind in Japan. Asahi. Eins meiner Favorite Bier. 100%. Wenn diese Gläser aus dem Kühlschrank oder sogar aus der Gefriertruhe kommen und einfach so schön angelaufen sind, so muss es sein. Aber wahrscheinlich ist es sogar mein Lieblingsbier. Es ist einfach entspannt, es schmeckt elegant. Und Bier kann schnell süffig und komisch schmecken, aber das ja. ist der Ting. Ich feiere das auch, die aus so kleinen Gläsern zu trinken, bin ich ganz ehrlich. Also manchmal ist der richtige Zeitpunkt, die aus einem Bier aus einem größeren Gefäß zu trinken. Auf Tokio, auf euch. Die sind es einfach. Manchmal trinkt man aus größeren Gläsern und manchmal sind die genau die, die man braucht. Ich finde die immer noch geiler. Schenkst du 8-mal ein. Das ist so der aus einer Flasche. Kölsch-Style. Ja, und das feier ich. Das haben wir beide gefeiert. Ja. Max hat direkt 11 hingestellt. Grüße gehen raus an Max. How are you? Alter, mein Kopf ist so schön. Ja, so fettfressen sind wir, gell? Ich finde, wir kommen immer so entspannt an. Da tun wir immer so für ungefähr 2-3 Stunden, als ob es ganz normal wäre, dass wir jetzt gerade hier sind. Und dann kickt erst so diese... Dass du kapierst, dass du erst verarbeitest und checkst, was du gerade bist. Erste Essen, dass du mal ein bisschen reinkommst. Fresh Crop Spice Black Pepper. Das hier könnte ein Chiliöl sein. Das müsste Vinegar und Essig sein. Vinegar und, ich weiß es nicht gerade, Öl wahrscheinlich. Oder Sojasauce. Die sind einfach stylisch. Sind die anders, oder was? Nur an einer Seite hast du den Pauch. Wenn du so durch die Stadt läufst, denken die Leute, du bist ein Yakuza. Darf man Yakuza sagen oder nicht? Ja, dann. Das ist der Chicken. Arigato. Arigato. One question, sorry, sir. What is this? Beide Rahmen sehen sehr, sehr lecker aus. Lukas, seine sieht ein bisschen gesünder aus, ein bisschen natürlicher. Meine sieht halt einfach aus, als wäre da noch ein bisschen mehr Flavor drin. Will ich jetzt nicht nehmen. Ich glaube, dass beide sehr, sehr gut sein werden. Und die Gyoza haben wir auch bestellt. Und ich sage euch so, es tut mir jetzt auch sehr leid für den Laden in München, okay? Aber wie die aussehen und wie die in München aussahen, das ist ja ein Weltenunterschied. Boah, diese Kruste von diesem... Boah, ich sag so, wie es ist. Auch dieses Ei bei mir. Das ist, was Lukas gemeint hat. Man sieht wirklich, das Auge des Eidotters ist wirklich flüssig. Dazu ein gutes Bier. Das ist der perfekte Start in die Tokio-Reise. Wie wir so schön von Lukas gelernt haben, als allererstes wird die Brühe probiert. Meine ist krass. Meine ist krass. Boah, Bruder. Die ist scharf, aber so scharf, dass sie sich so unter diesem Creamy versteckt, nicht zu scharf. Das ist wild. Sehr, sehr wild. Meine ist auch krass. Meine schmeckt zwar sehr neutral, aber trotzdem geil. Perfekt. Also, die ist wirklich gut. Die ist besser, als ich dachte. Auch leicht Zitrone. Die schmeckt... Also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich die cremigste Ramen, das ich je so von der Brühe probiert habe. Am meisten bin ich gespannt auf die Nudeln, muss ich ehrlich sagen. Wenn diese Nudeln, du weißt selber, was ich meine, gell? Die sind al dente und diesen leichten Mehlfilm drauf haben, dann, das muss hier eigentlich so sein, es darf nicht anders sein, ist das hier schon wirklich ein sehr, sehr starkes Ding. Bei mir fehlt nur ein bisschen Salz für meinen Geschmack. Das war's. Ansonsten super. Böse scharf. Deins? Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, weil ich sie so eingeatmet habe, aber noch böse heiß, aber boah, sind die gut. Ich weiß eh, was du meinst. Die Nudel an sich ist noch nicht der Takumi-Level, gell? Ich hab's euch gesagt, Leute,
Boah, ich sage euch ehrlich, jeder, der jetzt gerade hinter diesem Bildschirm sitzt und sich denkt, boah, da hätte ich auch Bock drauf, ich verstehe euch zu 100%. Es ist so lecker gerade, es ist auch genau das, was du vorm Schlafen gehen essen willst, zumindest jetzt in unserem Fall nach so einem Flug. Das ist genau das, was du essen willst, wenn du ankommst, nach einem 23-Stunden-Flug, diesen Röstzwiebeln. Vor allem, ich weiß nicht, was das ist, die müssen eigentlich auch schon eine Sache haben. Dieser Spot hier wurde underrated. Krasser als ich dachte. Deutlich krasser als ich dachte. Einfach ziehen. Das Slurp ist hier legal, oder was? Ja, ist unnötig, wenn du nicht slurpst. Umso mehr du schlürfst, umso besser schmeckst dir. Ich würde die Kamera am liebsten nicht mehr ausmachen, Leute. Ich hoffe, ihr habt hinter dem Bildschirm auf jeden Fall was zu essen. Ich sage jetzt mal so, wir werden jetzt ein bisschen Ramen essen und diese wunderschöne Schüssel genießen. Ich werde nicht das Ei ohne euch essen, ich denke Lukas auch nicht. Aber diese Gyoza, die liegen da jetzt schon eine Weile und die grinsen mich wirklich an. Ich muss da jetzt gleich reinbeißen. Was haben wir aber für Gyoza? Einmal mit Käse, einmal mit Fleisch, oder? Ja, Käse, ich glaube Käse, Spinat, weil die Gyoza heißen Popeye Gyoza. Wir kommen. Gyoza. Also ich sage euch so, wie es ist. Es ist eigentlich, bei mir gibt es diesen Moment nicht, den ich suche nach dem Ei. Weil in meinem Kopf ist, sobald ich diesen Teller sehe, ich muss dieses Ei essen. Ja, so ein normales Ei eigentlich in der Brühe. Aber super lecker. Wenn jemand in der Früh hat und so gekochte Eier macht, dann willst du es genau so haben. Ich sage euch so, nach diesem Essen hier, wenn dieser Teller leer ist, werde ich schlafen wie ein Baby. Als Brühe eigentlich, bra. Wie? Brühe auf Englisch, bra. Warum hast du vorher bra aber gesagt? Das heißt nicht bra, das heißt broth. Echt jetzt? Ja. Krass. Das hier sind die besseren aber, oder? Die sind mit Meat. Die sind, glaube ich, ja. Gyoza, Gyoza da. Die Soße hat Lukas vorher angemischt. Besteht aus Vinegar, Chili-Soße, Chili-Pulver und Chili-Öl. Bon Appetit. Absolute Power. Der Crunch merkt den richtig, auch vom Geschmack und sowas. Es gibt auch richtige Gyoza-Master hier, ne? Ja, man muss nur Gyoza geben. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Master, Meister und Leute, die sich diesen ganzen Speisen widmen. Und die werden wir auch noch alle erkunden. Deswegen abonniert gerne alle Kanäle, die von uns verfügbar sind. Ein dicker, dicker Kuss geht an euch alle raus. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und mit dem ersten Link in der Videobeschreibung unterstützt ihr mich und bekommt natürlich für euch auch ein super faires Angebot. Maria, Maria. Wusstest du, dass für Netflix nur 7,99 Euro statt 7,48 Euro und dann noch 8,99 Euro? Wusstest du,